Hey ho, meine Lieben! Heute Tag 2 der Weihnachts... Bäckerei. Oh, was war das jetzt? Ja, das war unser kleines Krümelmonster, die nascht schon die Plätzchen. Ja. Gut, so soll es aber auch sein. Richtig. Genau. Also, Tag 2 unserer Weihnachtsbäckerei. Was machen wir heute? Moment. Einmal... Zimtsterne, mein Schatz. Genau. Das ist von www.einfachbacken.de das Rezept. Weihnachtsklassiker Zimtsterne. Und das zweite, was wir heute machen, sind Mandelecken. Genau, auch von einfachbacken.de. Jo. Rezepte geklaut, Werbung dafür gemacht, fertig. So einfach ist das. Ja. Und Leute, die Videos sollen keine genaue Anleitung sein zum Backen. Die sollen einfach Spaß machen zum Angucken. Und ich denke, das mit dem Drama gestern, ja, war lustig. Wird sich jetzt fortsetzen. Ja. Ja, werden wir sehen. Wir gehen einfach wieder rüber in die kleine feine Küche oder wie es Alina gestern hinterher noch gesagt hat, die kleine feine Weihnachtsbäckerei. Attacke! So, die kleine, aber feine Übersicht für den Teig. 400 Gramm Mandeln. Hier haben wir jetzt wirklich den Vorteil, dass das nämlich alles genau die Menge ist, was wir benötigen. Da brauche ich jetzt in dem Falle gar nichts abwiegen. Also 200. Und 400 Gramm Mandeln. Dann brauchen wir genau 250 Gramm Puderzucker. So, 250 Gramm Puderzucker. Dann brauchen wir eine Prise Zimt. Was ist eine Prise? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das eine Prise war. Es sollen ja Zimtsterne sein. Dann Mandelpuder, Zucker, Zimt miteinander vermischen. Und das machen wir hier mit. Also hier stand jetzt auch nichts drin, dass man den Puderzucker nochmal durchsieben muss oder so. Obwohl das vielleicht fast sinnvoll gewesen wäre. Aber wir vermischen. Wir vermischen das jetzt einfach so schnell einmal. Und wieder kein Strom an. Dann Eiweiß hinzugeben. Hier haben wir noch zwei Eiweiß. Hat Spatzel vorher schon geteilt. Die Eier. Das war für mich der größte Horror, dass ich hätte Eiweiß, ja, vom Eigelb trennen müssen. Dann brauchen wir als nächstes Amaretto und zwei Esslöffel. Eins, zwei, zwei, zwei. Nicht unbedingt Kinder geeignet. Oder auch doch, ist ja im Prinzip nachher bei den fertigen Plätzchen nicht viel. Aber die esse ich wahrscheinlich eh alle selber. Und dann hauen wir noch den Vanillezucker mit rein. So. Das war schon alles für den Teig, Leute. Zimtsterne werden nachher nicht gebacken.
eigentlich nur im Ofen getrocknet. Bei 120 Grad nachher. So, für die Beißerschicht. Beißerschicht steht da drauf. Brauchen wir nachher nochmal 125 Gramm Puderzucker und ein Eiweiß. Aber das kommt nachher, weil der Teig muss ja dann auch erst einmal nochmal in den Kühlschrank ruhen. Jo. Ich lasse den jetzt erst einmal in Ruhe kneten und danach sehen wir uns wieder. Es steht wirklich gemahlene Mandeln im Rezept drin, Spatzel. Weil sie hat gerade zu mir gemeint, irgendwie hat sie es anders in Erinnerung, so mit Haselnuss und so. Ja. Keine Ahnung, ich habe das Rezept rausgesucht einfach und so machen wir das ganz einfach. Mal gucken, einfach. Ja. Sind erwachsene ja. Kekse. Genau. Erwachsenen. Plätzchen. Ja, Plätzchen, genau. Naja, ich hoffe, dass das nicht so ein Drama wird wie gestern. Nein, glaube ich nicht. So, das sollte definitiv ausreichen. Ich habe mir jetzt schon mal wieder Handschuhe angezogen. Es ist bestimmt wieder ein rechter Klebebart. Ja, ist es. Bitteschön, Dankeschön. Tja, dann schaue ich mal, dass ich den Teig hier rausbekomme. Wie auch immer. Hm, geht sogar recht gut. Welch ein Wunder. So. Hm. Also riechen tut er ja wunderbar. Das wird wahrscheinlich wieder ein richtiges Drama, das auszurollen. Leute, nachher gibt es, glaube ich, wieder was zum Lachen. So, nochmal den hier schnell. Soderle. So, und nein, ich ziehe mir nicht jedes Mal frische Handschuhe an. Ich habe gerade die Handschuhe abgespült, lege die auf die Seite und ziehe die beim nächsten Mal, wenn ich sie benötige, wieder an. Ein bisschen nachhaltiger arbeiten manchmal. So. Den Teig packen wir jetzt wieder ein. Hier schreiben sie wieder eine halbe Stunde im Kühlschrank. Ich glaube, nach der gestrigen Erfahrung tun wir den ein klitzekleines bisschen länger in den Kühlschrank reinlegen. Lernkurve, learning by doing. Und danach geht es dann mit dem Zimtstern weiter und wir überlegen uns jetzt, ob wir schon mit dem nächsten Teig anfangen oder nachher einfach weitermachen. Und wehe, der Teig regt mir heute wieder so auf. Ja, Leute, 6 mm, 5 mm, 6 mm ausrollen. Aber heute bin ich ja schon schlauer als gestern. Die Lernkurve ist definitiv gestiegen. Also vielleicht mit dem Einpacken von dem Zeug. So. Oh, alles auf die Seite legen hier.
Arbeitsfläche schön bemehlen. Ich bin viel schlauer als gestern. So, dann schnappen wir uns ein Stückchen Teig. Fang schon mal zum Vorwalzen an. Ja, das ist halt wieder ein bisschen anderer Teig, gell? So. Jetzt nehme ich meine Rolle mit dem 6 mm Ding hier. Bleibst du unten. Dann haben wir die 6 mm schon. Da ist es. Da ist es. Dann fahre ich hier nämlich von Haus aus unten wieder durch, dass das Ding schon mal gelöst ist. Und dann steche ich meine Sterne aus. Ha. Und genau so, ne? So rum soll es nämlich sein. Und dann kann ich die nämlich alle schön auf dem Backblech platzieren. Kann ich schön mit dem Finger hier rausdrücken. Also in dem Rezept steht ja 5 mm, aber ich habe hier ja bloß die 6 mm Dinger und ja, das ist in Ordnung. Und so steche ich jetzt alle Weihnachtssterne aus. Irgendwo hatte ich noch die kleinere Form. Wo waren die? Spatzel? Ich gucke mal. Nee. Ach, du hast sie doch schon. So. Ist die kleiner? Die ist etwas kleiner. Okay. Die ist noch kleiner. Nee, die ist mal zu klein. Gut. So, den Teig bollern wir wieder zusammen. Da machen wir nachher dann wieder einen Teig. Beziehungsweise kann man ja gleich von dem wieder was abschneiden und das dazu mischen. Nee, mache ich nicht. Aber hier nehme ich dieses Mal ein etwas größeres Stück. Das beruht wieder auf der Lernkurve. Das funktioniert nämlich ganz gut mit der Matte, wenn man das ein bisschen so einrubbelt. So. Ja, geht. Jetzt muss ich bloß den Teig hier weglegen. Jetzt habe ich ein Problem. Ein Platzproblem. Ich platze gleich. Nee, Schmarrn. Heute nicht. Heute lasse ich mich nicht unbedingt von dem Zeug ärgern. So, jetzt auf die 6 mm bringen.
und noch einmal. Ha! Perfekt. Perfekt. Halt. Ich muss wieder unten lösen. Backen für Anfänger. Geil, oder? Sehr schön. So. Stechen wir hier wieder unsere Sternchen aus. Oh, der Teig ist auch ein bisschen dunkler geworden, ne? Dunkler als vorher? Bisschen, ja. Da habe ich jetzt gerade drauf aufgepasst. Fand ich jetzt schon. Tja, Leute, und so verarbeite ich jetzt den kompletten Teig, steche den komplett aus. Und wenn wir den dann soweit fertig haben, alles ausgestochen, alles platziert, geht es dann mit dem Guss, Zuckerguss weiter, den heute wirklich die Manu machen darf. Mhm. Weil da muss man Eiweiß steif schlagen etc. pp. Mit Puderzucker. Da habe ich absolut gar keinen Plan. Aber Manu hat mir dazu schon einen Tipp gegeben. Und dann habe ich gesagt, mach du das gleich, dann wird es perfekt. Gehe ich mal jetzt davon aus. Ja, also ich mache jetzt die Ausstecharbeiten noch fertig alles. Und dann geht's weiter. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und noch ein kleiner Tipp von mir, die Cam nicht mit total vermehlten Händen anlangen, sondern ist die komplett weiß. Kleiner Tipp von mir, die Ausstecherle bei dem Teig jetzt tue ich nochmal ganz kurz ins Mehl rein. Dann gehen die Sternchen nämlich viel besser raus wieder. Also wir machen das jetzt mittlerweile zu zweit. Ich steche aus, lege es rüber, nehme den nächsten Stern und Manu drückt dann die Sterne hier raus. Schauen, dass ich noch jeweils zwei Stück rauskriege hier. Und das ist dann schon fast der Restteig. So. Das ist der Rest und dann sind wir nämlich schon fertig und dann geht es wirklich gleich weiter. Aber für euch ist es ja sowieso immer bloß ein kleiner kurzer Cut. Ach ja, und ich muss sagen, heute geht auch die Handhabung mit dieser Rolle wesentlich besser. Für mich zumindest. Also ich bin definitiv froh, dass ich mir das Ding mit dem Abstandshalter noch gegönnt habe. Perfekt. Loderle, 125 Gramm Puderzucker, ein Eiweiß, bitteschön, du darfst. Jetzt wird das Eiweiß im Messbecher gegeben. Das Kabel bei mir hier im Weg. Aha. Aha.
Fertig? Ja. Ja, dann machen wir hier erstmal sauber wieder. So Leute, da haben wir das eine Backblech. Hier das andere Backblech. Und jeder von uns nimmt jetzt ein Backblech. Und dann nehmen wir die Glasur mit dem Löffel. So steht es zumindest mal irgendwie in der Anleitung drin. Tun da ein bisschen drauf und tun das jeweils bis zum Rand hier irgendwie streichen. Richtig. Da liegt schon ein Löffel. Oh, okay. Habe ich dir schon hergerichtet. Dankeschön. Bitteschön. Das ist eine Fusselarbeit jetzt, ne? Das ist eine Fusselarbeit, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier machen wir jetzt so eine Katze. Für wen sage ich jetzt nicht. Ja Leute, und so machen wir jetzt die Fusselarbeit fertig, bevor es danach im Backofen geht. Tada! Und hier das andere Blech. Und das geht jetzt bei 120 Grad ca. 45 Minuten in den Ofen bei Umluft zum Trocknen. Ah, ich hasse es. Wenn auf der Schiene, wo ich das Zeug rein tun will, ja, das Gitter drauf ist. Ja. Einmal, zweimal, na, wieder schief. So, Backofen zu. Und wie gesagt, ca. 40 Minuten bei 120 Grad jetzt trocknen lassen. Also das ist nicht backen, da steht wirklich trocknen im Rezept drin. Und ja, das warten wir jetzt noch ab. Wir haben es 5 Minuten nach 4, also Viertel vor 5 sollten die Dinger fertig sein. Mhm. So, ja, siehst du, jetzt bimmelt auch dein Wecker. Ja. So Leute, die Zeit ist um. Ja, die muss man jetzt vollständig abkühlen lassen. Also ich halte mich hier definitiv an die Zeitvorgabe. Und eins hier hin, mein Schatz, da kannst du es auch hinstellen, auch an der Spüle. Ach so, okay. Ja. Ja, jetzt zeigen hier, das zeigen, ist das Zweite. Ja. Ja. Tja Leute, wir lassen die jetzt erstmal komplett abkühlen und dann kommen die in eine Dose und dann denke ich, machen wir noch ein schnelles Probierle dazu. Jo. Aber es duftet. Ja. Mhm. Geil. Da haben wir unser Döschen. Jawohl. Sieht das nicht schön aus? Lecker. Richtig yummy. Mhm. Tja. Spatzel, nimm da eins raus. Ich nehme auch eins raus und dann machen wir das Probiererle gemeinsam. Na, Prösterchen. Mhm.
lecker. Mm. Richtig, richtig lecker. Mhm. Ja. So, da wir heute noch ein normales Essvideo machen heute, bleibt es bei den Zimtsternen heute und wir sehen uns dann im nächsten Video mit Weihnachtsbäckerei Tag 3. Tschaikowski. Tschüss. Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo, ihr wisst Bescheid. Wechseln wir.